It's Monday, ihr Zuckerschnuten. Mal schauen, was heute in der kollektiven Tagesenergie so rumschwirrt. Ob es wieder heißt, volle Kraft voraus oder ob der eine oder andere noch ein bisschen verschlafen ist an diesem Montag. Die Sense und das kleine Glück. Wird das kleine Glück hier rausgenommen? Ja, das kleine Glück wird rausgenommen und ersetzt durch das große Glück mit der Sonne. Okay, hier hat jemand Vorarbeit geleistet und möchte jetzt loslegen. Hier ist ein Herzenswunsch. Hier schwirrt jemandem etwas im Kopf rum und das möchte umgesetzt werden mit dem Mond. Der Blick ist also klar. Ja, raus aus dem Stillstand, zwei der Stäbe. Oh, rein in die Verhandlung, zwei der Münzen. Schwertkönig. Hier wird einmal clever das Ganze betrachtet. Mit dem Magier geht es hier zielstrebig voran. Hier werden Illusionen nicht gelebt. Ganz im Gegenteil, hier geht es ins Wirken. Dafür darf es aber auch nochmal in die Innenschau gehen mit dem Hermiten. Ja, wie soll es auch anders sein? Aber mit der Stabkönigin kommt hier ein bisschen Würze rein, Temperament, Feuer, Souveränität. Und mit dem Pagen der Stäbe kommt hier eine Gelegenheit oder ein Flirt. Who knows? Mit der Herrscherin geht es hier mütterlich zur Sache. Hier kümmert sich jemand um sich. Oh ja. Geht in die Neuausrichtung mit den Sechser Schwertern. Und diese Neuausrichtung führt zur Chance auf Liebe. Ass der Kelche. Ja, geduldig war hier jemand. Sieben der Münzen. Langfristig soll es sein. Es hat also jemand abgewägt. Und mit dem Kelchkönig kommt hier auch das Gefühl in Person zum Tragen. Was haben wir hier noch? Oh ja, sehr schön. Was als kleines Glück anfing, möchte gerne zum großen Glück werden. Drei der Münzen. Also so ein bisschen das Qualifizieren für weitere Angelegenheiten. Ja, mit der Herrscherin hat man ja auch so das Symbol der Mutter. Muss natürlich nicht unbedingt die Mutter sein, aber generell Familie. Mit dem Achterstäbe, Beschleunigung und mit dem Pagen der Münzen wird hier endlich Nägel mit Köpfen gemacht. Heißt das so? Ja, ich glaube. Schöne Energie für einen Montag, würde ich sagen. Also nichts mit verschlafen, sondern wieder voller Tatkraft. Schönen Montag, ihr Lieben.